Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, letztes Mal haben wir genau hier aufgehört und dann auch direkt weiter. Nämlich, gucken wir mal, was mit Idril passiert ist. Steht da? Blutsport. Idril ist zwar im Leben, doch niemand überlebt lange in Mordor. Untersuche die Kampfgruben. Machen wir. Wir können nicht alle retten, Talion. Idril ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Das stimmt, ein Versuch ist das wert, weißt du? Nichts getan zu haben, ist schlimmer, als wenn man wenigstens versucht hatte. Wow. Ach stimmt, ich habe den Move auch noch. Junge, ich vergesse ihn die ganze Zeit, weil ich extra den anderen entfernt habe, damit er nicht ständig meinen Fokus klaut. Da muss ich auch immer noch überlegen, ob ich sogar einen Mod hole für Fokus, weil eigentlich ist es voll cool, dass man vielleicht die ganze Zeit mehr Fokus hätte für mehr Einnehmen und so weiter. Dann wäre das so ein bisschen sogar eigentlich cinematic-mäßig, wie seine Kraft ist und nicht nur zwei, drei Leute beherrschen, dann war es das. So, Blutsport. Begib dich zu Baranor in die Höhle. Unser Elend ist ihr Vergnügen. Dann werden wir ihnen den Spaß verderben. Zack, Junge. Sogar ein Schattenkargo. Du tötest Bestie. Ich töte dich. Okay. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Ah, zu spät gedrückt. Oh, Leute, weil die Angst hatten. Du lebst. Kümmern wir uns zuerst um die Orks. Bam, Alter. Wichser. Manchmal ist es voll schwer zu timen, weil du nicht die Animation gut siehst, ey. Für Timing. Du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Ich kann die ganze Zeit nur blocken. Unlimited Blocking. Jawohl. Vier Stück Instant auf unserer Seite. Kämpft die Schweine. Wichser. Du Wichser. Guck mal, ich will den hier die ganze Zeit verfickt nochmal anhitten, Junge, du kleine Mistgabe. Oh, ich hasse das. Ich stehe so, ich spam meine E-Taste wie ein Verrückter und am Ende, was ist? Er schlägt nach vorne, weil er sich. Oh, nee. Du hast ihn festgelassen? Ja, na klar. Klassiker, ne? Oh. Wer ist das denn? Weißt du, warum er nicht sagt? Ist die Luft gar nicht wert. Hey, er hat gesprochen. Lügner. Jawohl. Stufe 19. Welcher Wichser hat mich abgebrochen? Kleiner. Friss das, Junge. Du bist so ein... So, jetzt auf die Fresse erstmal. Boah, das tut gut. Alter, da fehlt noch so die Anime-Geräusche. Weg mit dir. Wunderschön. Sehr schön. Heftig. Ich hatte solche Angst. Ich habe überall nach dir gesucht. Und ich nach dir. Komm. Ich bringe dich nach Hennet Anon. Dort bist du sicher. Nein. Ich bleibe in Mordor. Bis all unsere Brüder frei sind. Oh, man. Komm jetzt. Wir bereden das später. Mein Vater opferte ganz Minas Ithil, um mich zu schützen. Weil er ein Feigling ist. Ich lasse mich nicht mehr beschützen. Also ich verstehe es schon, dass er sich Familie schützt, aber naja. Kann man auch anders. Nicht von dir. Nicht von irgendwem. Idril. Du wirst hier sterben. Dann ist das mein Schicksal. Oh Mann, nein, nicht stur sein. Ich werde bleiben. Rette so viel du kannst nicht jeden retten. Du bist kein Grabwandler oder Ringgeist. Geht. Nur ein die Mensch. Verstärkung wird bald hier sein.
Zwar Skill mit Kampf, aber naja. Wir sehen uns wieder. Uff. Das war nicht so, wie er sich das erhofft hatte oder sein sollte. Sie ist eine wahre Kriegerin. Sie fürchtet nichts und niemanden. Ja, das ist das Problem. Ganz genau. Positive Dinge können auch negativ sein. So, erobere Kagukor. Okay. Immer das R rollen, dann ist es am besten. Oh, Abschluss. Gondoranisches Artefakt. Genau, das fehlt mir noch für die Fähigkeit. Die Orks veranstalten ein Festmahl, um ihre Plünderung von Minas Ithil zu feiern. Infiltriere das Festmahl und vergifte die Grogfässer. Das können wir auch gerne machen. Wir porten es kurz hier hin. Jetzt haben wir auch endlich diese Belagerung freigestellt von der Festung. Voll nice. So, wo ist denn das? Markieren wir. Sag deinen Satz. Idril wird Mordor nie verlassen. Sie wird kämpfen bis zum Tod. Und davor habe ich Angst. Finde voll geil, wie der Synchronsprecher von Idril. Ich habe den auch noch letztens irgendwo in der Serie oder in der Werbung gehört, den Synchronsprecher. Ich so, Kilibrimbo, so weil ich das gerade aufnehme. Und er sagt das ja auch immer, dieses Idril. Immer so richtig so mit diesen Rollen genau perfekt. Ist voll geil. Und hopp. So, dich nehmen wir mit. Warum nicht? Free is free. Dich nehmen wir mit. Ist noch einer hier? Nee. Tod den Orks. Und zack. Gut, rein da. Lust mit mir nach einem Schatz zu suchen? Auf jeden Fall. Was schwebt dir vor? Auf manche Sachen kann man sich bei den Uruks einfach verlassen. Sie lieben Blut, Schätze und Grog. Oh, das haben wir damals gemacht. Cool. Lass dich nicht entdecken. Ich warum du so lange überlebt hast. Wir sind zu wenige, um offen in die Schlacht zu ziehen. Also handeln wir schnell und listig und kommen so hoffentlich mit dem Leben davon. Und nehmen einige der ihren. Ja. Klappt das so? Möge das ein Ding für dich. Oh, geil, Alter. Ah, ich muss nicht rangehen. Ich kann einfach von Weitem die vergiften, nicht so wie damals. Einfach nice. Wir haben einige der Artefakte geborgen, die aus der großen Halle geraubt. Ach, sie redet immer noch jeder Vergiftung. Jeder Schatz Gondors, den wir ihnen entreißen, ist ein Sieg. Du weißt, dass Baran nur um dein Leben fürchtet? Ich fürchte gar nichts mehr. Ich wäre tot, wenn ich es täte. Verstecke dich im Gebüsch und warte auf den feindlichen Hauptmann. Lass dich nicht entdecken. In was für ein Gebüsch? Na ja, komm, nehmen wir den hier halt, ne? So, und runter. Da hinten ist er. Rook. Jawohl, gönn dir, Junge. Ex, ex, ex. Wir durften zwar nicht alle an der Front kämpfen, aber heute teilen wir uns die Beute. Wir teilen den Grog. Den Grog? Nice. Anfällig gegenüber Schleich. Oh, Insta. Er ist hier. Oh. Bewegung. Also Instant Death, nicht Instagram. Also, nee. So mach ich das nicht. Oh, Helena. Schnell durch. Schnell hoch. Jawohl. Guck mal, wie viele er um sich hat, ey. Okay, pass auf. Och nee, wie kann er mich sehen? Nichts reicht mir davon. Ich konnte nicht mit ansehen, wie sie erledigt wurden. Jawohl, dann halt so. Oh, mit einer Geisttötung ist das cool. Fürchtet uns. Sehr schön. Das ist das Artefakt. Ah. Das war wohl eine unserer erfolgreicheren Missionen, Grabwandler. Ich erkenne die ängstliche Soldatin aus der Unterstadt kaum wieder. Du meinst die, die dich vor diesem Hauptmann gerettet hat? Genau die.
Ja, Mordor verändert die Leute, ne? Die, die sich nicht mitentwickeln, auch bei allen anderen Dingen, die bleiben zurück, ne? Neue Verbesserung, Schürfe. Aktiviere diese Verbesserung, um deine Chance von besiegten Feinden Juwelen höherer Qualität zu erhalten. Finally. Ah, sehr schön. Lass dich nicht entdecken. Wir sollten Varanor nur finden und sehen, wie es ihm ergeht. Talion, Minas Ethil ist verloren. Doch Mordor kann uns gehören. Ja, das rennt nicht weg, glaubt mir. Da sind wir schon mit dabei. Was wir aber machen können, ist erstmal Charakter. So, wo ist die Fähigkeit? Na komm, da. Zack, Junge. Bessere Chance zum Siegen von Juwelen. Nice. Jetzt haben wir alles. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Von wegen, das meinte ich. Todesdrohung. Das sollten wir eigentlich irgendwann ausprobieren, ey. Holy shit. Das würde richtig rasieren, die Belohnung. Und legendär vielleicht zu erzwingen, mit Glück natürlich. So ist Baranor, hier hinten. Ist das jetzt der Abschluss mit Baranor? So. The fuck, wieso geht die Kamera da hinten hin? Naja. Baranors Speer werden mehr Gefangene gefunden haben. In der Tat. Die Orks zählen darauf. So. Jawohl. Boah, perfect loop, ey, nice. Echt? Komm mal her. Stell mal ruhig. Jetzt bist du der Oberherr. So, jetzt nochmal den hier. Bewacht schön den Ausgang, Jungs, ne? Oder Eingang, je nachdem. Der Lohn des Krieges, genau. Viele Soldaten Gondors sind noch angekettet, hilft Baranor dabei, seine Männer zu retten. Baranor. Einer der Späher fand hier Gefangene. Und viel zu viele Orks für einen Krieger. Flankieren wir sie und treffen uns dann. Ich werde da sein. Und Baranor, du musst vorsichtig sein. Ganz genau. Sieh dich vor, die anderen Lager berichten von Überfällen. Oh, ich hab solche Angst. Sollen sie nur. Karma wird dir ganz, ganz schnell kommen. Überall sind sie. Wie er wegläuft. Das ist eine geile Fähigkeit. Tötet mich einfach. Das Lustige ist, die laufen weg. Warte, habe ich es vergessen, wieder auszurüsten wegen der einen schwulen Fähigkeit? Nee. Ich darf die nicht aufzehren? Sag mir nicht, der markiert die nicht, sondern er zehrt die wirklich nur auf. Hä, nee, das habe ich doch. Ich muss das mal out of mission testen. Haben die wirklich nicht programmiert, dass man verdammt nochmal die markiert, wenn man sie mit dem Geist markiert? Weil dann ist das echt ein schlechter, ja, Punkt übersehen worden. Dann muss man ja Terrorisieren nehmen. Weil mit dem Geist zu markieren oder aufzuzählen bringt ja gar nichts, außer für Leben. Aber das mache ich lieber mit E. Dann nehme ich Terrorisieren. Aber Terrorisieren sieht dann jeder. Also eigentlich muss es ja leise sein. Das heißt, du kannst gar keinen davon nehmen, wenn du leise spielen willst. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Ja. Müssen da hoch. So, Jungs, schießen. Ja, das geht. Na. Oh, Atemtechnik 1, 2. Atemtechnik 1, 2, ne? Oh, das hat mich gerade angepisst. Ich guck nach hinten, ich drücke W, ich drück Shift W sogar, um zu schleichen. Drücke Leertaste, damit er schneller sich umdreht. Und er so, yippie! Ach, Mann.
Wieso kann die Steuerung nicht mir gehören? Wenn ich nach hinten gucke und Leertaste drücke, heißt es doch nicht, benutzt die Scheiße, die vor dir ist und spring einfach runter. Leertaste hat mehr Macht, haben die einprogrammiert, als fucking Steuerung. Oder du musst halt immer warten. Erst wenn du so bist, dann Leertaste. Das du kannst nicht vorher die ganze Steuerung sozusagen in eine Kettenreihenfolge machen. Dass er das dann nacheinander ausführt. Na gut, manuelle Steuerung dann halt. Komm mal hoch mit dir. Warum ich die jetzt alle markiere, ist ganz einfach. Die können mir helfen, weil ich weiß, dass genau nach der Befreiung wahrscheinlich der Hauptmann kommt und sagt, ha, das war eine Falle. Oder so. Und wenn ich jetzt alle Schützen schön vorher markiere, easy peasy win. Sehr schön. Oh cool, die sind bald Level 50. Ich glaube sogar nach der Mission vielleicht. So, wir müssen ja nicht 100% alle nehmen, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug. Come on. Schmutz, ey. Sehr schön. Gut, dass wir so viele Pfeile haben, ey. Geiler Bogen. Wir müssen schnellstens verschwinden. Du begreifst es nicht. Wir müssen los. Was auch immer dort draußen ist, wird meine Klinge spüren. Hier, spür's mal die Hand. Okay, ein bisschen daneben Hand, aber du hast sie gespürt, ne? Du bist schon auf meiner Seite, das ist gut. So, hör auf hier zu stehlen. Zack. Boah, doppelt sogar in der Mitte. Jawohl. Das Monument können wir auch gleich zerstören. Jetzt kommt ein Problem. Guck mal, ich will da rüberspringen. Ich werde den so runterkicken, ne? Müssen wir so machen. Wie der Grabwandler müsste man sein. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? So eine Superpower. Na, Jungs. Sehr schön. Und kaboom. Ah, was? Das entzündet sich nicht? Los, Ghule. Ghule sind gerade verbrannt. Na gut, dann mache ich das Monument so lang kaputt. Wunderschön. Oh, das war unser. Guter Mann. So, den ersten Gondoraner. Und dann knallen wir kurz noch den da ab. Der wird uns sonst im Nacken sitzen. Zack. Jawohl. Denkst du, du kannst in unser Lager kommen? Allglatte. Uns abschlachten und erwarten, dass es nicht. Alter, so Double Karambit. Falsch gedacht. Der Typ macht zu viele Case Openings. Viel zu viele, ey. Anfällig für Hinrichtungen. Entflammbar. Sehr schön. Hä? Griechischer Waffenmeister. Überfall. Der Bastard. Was uns bleibt, ist diese Sache mit einem qualvollen Tod. Anfällig junger Berittenen. Leichtes Ziel für das benommen durch Schleichengrau. Geduld, Geduld, Geduld und. Jawohl. Komm her, Junge, auf die Fresse. Bam, 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 bam. Anime Boxing. Nochmal. Nochmal. Jawohl, Junge. Und zack. Zack. Schön. Bam. Weg mit dir. Schöner Damage. Den nehme ich mit. Okay, jump rüber. Und wieder den auch weg. Brauche ich gar nicht in Richtung, kann ich schön sparen. Also wenn wir so 20, 30 Level Unterschied haben, sind wir schon stark, okay. Nice one. So, wo, was jetzt mit Baranor? Nein, sie haben andere Pläne. Sie bringen ihn nach Gorgoroth.
Aha. Boah, Alter, wie der Ghoul hier drin hängt. Alter Schwede. Junge, das sieht so richtig epic aus, ey. Ja, so der Ork, so weißt du, so Last Man Standing, so beide noch gekillt, bevor er selber gestorben ist. Sieht voll lustig aus. Im Sinne von epic. Einer liegt vor seinen Füßen, den er noch abgemurkst hat, und dann nochmal die anderen beiden, oder was? Cool. Brandon. Gut. Dann, wenn er sagt nach Gorgoroth, das heißt, auf der Karte haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, wa? Nee, nur noch die Festung einnehmen. Genau. Das ist der ganz große Abschluss. Würde sagen, das passt auch noch in die Folge, oder ist ein guter Abschluss. Deswegen nehmen wir jetzt die letzte Festung ein, dann beherrschen wir eigentlich jede Festung bis jetzt, die es gibt. Ich weiß immer noch nicht, ob es noch eine gibt, aber ich glaube nicht. Deswegen stellen wir unsere Armee zusammen. Also, ab in die Garnison. Und holen wir wieder unsere Schachfiguren gefühlt raus. Also, gucken wir mal. Krackhorn, Weißauge. Nehmen wir den mal. Ja, berittener Armbrustschütze ist immer geil. Warnung, dass er senkt dein... Ja, das Level kann gesenkt werden. So, 49. What the fuck ist das da hinten, ey? So, und dann, nehmen wir, wen noch? Nasu, der Gnadenlose. Oh, der hat Feuer. Das sieht gut aus. Boah, der hat so eine richtig Full-Metal-Rüstung. Aber immer noch Double-Nipple-Piercing, ey. Läuft bei dem. Flexen muss man ja auch, ne? Krimp, Angstschnürer. Beritten und eine Meisterschütze. Das ist gut. Boah, der Oberherr ist auf einem weißen Karagor. Scheiße. Okay, das wird ein bisschen heavy. Dann nehmen wir natürlich lieber 5 Stück mit, wenn wir schon angreifen. Ein Oluk. Sehr schön. Halbzunge. Jawohl. Und noch einen einzigen. Den letzten, den Rüstungsmeister. Boah, der kann auch gerne rein. Oh, hat eine verfluchte Klinge. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, 5 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wenn doch, scheiße. Rein hier. Also, fangen wir damit an. Wir lassen... Wen lassen wir als Anführer spielen? Packen wir den Weißen, zeig mal her. Oder Weißauge. Ja, sieht gut aus. Gnadenlos, Halbzunge, Rüst oder Rüstungsmeister? Rüstmeister. So. Angstschnürer. Weißt du was, ich nehme mal die Halbzunge, ich will wissen, was er sagt. Aber ich habe das Gefühl, der Zweite redet mehr als der Erste, also machen wir es so rum. Hier, warte mal, den zuerst. Und der Zweite, der redet doch gut die ganze Zeit. So, und dann... Noch natürlich die Letzten reindonnern und dann haben wir das eigentlich. Komm, komm. Angriffsführer. So, jetzt kaufen wir noch mal was Gutes. Komm, nehmen wir mal... Berittene Kavallerie. Dann nehmen wir noch Wildhort. Dann nehmen wir noch Feuer. Geht immer gut. Dann nehmen wir... Ja, komm, machen wir mal Kankas Boot. Kernbogenschützen. Achso, ich kann sogar noch einen. Jetzt haben wir schon genug Level oder was? Cool. Ja gut, dann sind wir ready. Was kannst du mir zeigen? Weichschädel, Furcht vor Feuer, benommen durch Schleich. Das ist richtig gut. Kann ich so abusen. Ein Brandschuss und er ist down. Dann wollen wir mal. Ja, das ist egal. Wir wollen hier hin. Sind wir weit weg? Nö, sind wir nicht. Gut. Erobern wir die Festung. So, Sprint, 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 Weltmeister. Boah, wir müssen eigentlich oben lang, ne? Oh, nee, wir porten. So ein Schmutz. Oh, no. Oh, no. Boah. Rein, Junge. Renn. Wir müssen einfach nur aus dem Blickwinkel raus. Wobei, wir können hier doch durchkommen. Scheiß auf Porten. Mann, diese Wege hier. Das ist das Beschissene an der Karte. So viele Berge. Du kannst nicht einfach geradeaus durchrennen, sondern du musst immer irgendwo oben runter oder wo auch immer lang gehen. Weil manchmal sogar solche Todesecken sind. So. Schnell durch hier.
Jawohl, schöner Frontflip. Da wären wir, finally. Mein Gott. 10 Jahre umfahren, ey, als wenn es Stau wäre. Und Angriff. So, mal gucken, was er für eine Ansprache hält. Trotzburg. Maradörstamm. Jawohl. Da kommt er ohne Cargo. Andere Festen sind gefallen. Doch dieser fällt niemals. Der dunkle Herrscher wacht stets über uns. Ach, diese nächster. Festung steht für die Macht des dunklen Herrschers. Und die reichhaltige Beute seines großen Feldzugs. Bald gehörst du auch dazu. Nächste. Dieser Narr wird gleich erfahren, was Taktik aus. Lol, der ist wie blind. Dies ist die letzte Festung in der Hand des abscheulichen Feinds. Wir werden Stärke zeigen und sie ein für alle Mal besiegen. Boah, Junge, gut gesprochen. Alter. Alter will unbedingt Oberherr werden. Genau. Wenn die Stimme noch richtig laut wäre, so richtig. Heftiger epischer Angriffsschrei. Boah. So. Nummer 1. Schnell dreh. Boom, Junge. Und nochmal. Boom, Junge. Und kaputt, Mann. Jawohl. Die andere ist schon kaputt gegangen. Das ist gut für uns. So. Gebrochen. Bam, Junge. Nein. Den kann ich nicht treffen. Shit. Das ist nicht gut. Bam, Junge. Bam. Ging nicht, okay. So, jetzt aber. Abgeschlachtet. Shark der Schänder. Nix da. Weg ist er. Jawohl. Schlacht ihn ab. Oh, okay. Oh, lol. Hab ihn einfach übernommen, aus Versehen. Ja, komm rein. Wenn es Schicksal ist, durch Zufall, komm rein. Der Ladenhüter. Was ist der denn für ein Laden in Mordor? Alter Businessman. Boom, Junge. Let's go, Boys. Angriff. Oh, fucking hell. Du glaubst, du hättest schon gewonnen? Der Schifte. Nichts hast du. Ihr Narren seid jetzt dran. Nee. Stück für Stück fallt ihr. Oder fällt? Nee, fallt ihr auseinander. Oh, das ist nicht gut. Oh, nein. Das mache ich doch nicht. Der Schifte ist verdammt. Lol. Jawohl. Und den nächsten eingenommen. Er stellt sich neben mir und stirbt. Halt. Die gehören zu uns. Let's go. Bin ich auf D oder C? Gehen wir auf C. Jawohl. Okay, ich muss den Mod nächstes Mal nochmal ein bisschen downtunen, weil der macht extra, dass man mehr oh. Nein, weiß. Ah doch. Gut gemacht, weiß auch. Ich wollte gerade sagen, als wenn du gestorben wärst. Getötet. Sehr schön. Sehr schön. Im Sinne von. Lass mein fucking Cargo in Ruhe und lass mich ausreden.
dieses Zorngewinn ist viel zu stark. Der ist ein bisschen zu doll gebracht, weil ich kann das immer ein bisschen einstellen, wie broken das sein soll. Ich könnte zum Beispiel mit einem Hit sofort Full Zorn bei Beritten haben. Aber das gerade war ein bisschen zu stark. Zwei Hits, ich war schon voll. Was willst du denn? Oh, lol. Lol, Verrat. Das ist der Durstige. Bester Mann. Schnell, 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 schnell. Jawoll. Nice one. Guter Verrat, ey. Ein Hit und er war schon low. Oh, hell nah. Bam, Junge. Wunderschön. Letztes einnehmen und dann kommt der Boss-Battle. Ich wollte sagen, Fight. Kämpf für uns. Jawoll. Irgendjemand verblutet. Lass. Könnt ihr euch verpissen, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich ihn retten, wenn ständig jemand angreift? Ganz ehrlich. Jetzt verpisst euch, Junge. So. Ja, ich mach gerade. Es dauert nur 10 Jahre, weil jede kleine mich angreift. Es gibt ja keine andere Gegner, die er angreifen kann. Eieiei, scheiß KI, ey. Einmal gelockt auf dich, vorbei. So, die gehen mal auf. Brauchst nicht aufgeben, komm auf unsere Seite. So. Und rein da. Leider haben wir keinen Zorn aufgebaut. Oder macht. Elbenwut. Macht. Wahrscheinlich Macht, ne? Ui. Alles goldig hier. Die Festung ist nicht schlecht. Willkommen, Menschlein. Ich halte ein Festmahl zu deinen Ehren. Als Zahnstocher nehme ich deine Knochen. Ich stochere darin mit meinem Stahl. Zeig sie mir. Jetzt geht's los mit seinem Kack-Karagor. Boah. Na gut. Jawohl, genutzt. Explosion. Jawohl. Einmal. Wieso geht das nicht? Kampf aufzehren. Du kleiner Bastard, okay? Junge. Jetzt prügeln wir dich tot. Noch nicht? Okay. Kleiner Bick. Oh nee, trotzdem tot oder was? Ja. Du hältst das für einen Sieg. Ich hab durch das Herz gestochen, ey. Für jeden Ork, den du tötest, lehnen sich Hunderte gegen dich auf. Ein Scheiß. Oh, lol. Muss nur timen. Jawoll. Rein da. Aber kein Kopf ab, das ist schlecht. Kopf ab ist immer 100% sicher. Oh, hell no. Oh, Glück gehabt. Puh. Jetzt haben wir alle. Alle Festungen. Bitte sei nicht buggt. Oh, hell no. Aber da kann ich vielleicht das... Wenn ich so mache, Shift hab, geht's jetzt? Ah, scheiß drauf. Okay, also in der Main Story, die normalen Bereiche sind buggt irgendwie, mit Sprache. Aber die in der, im DC extra programmiert, ja, die gehen. Die sind noch frisch. Oder frischer. Traurig eigentlich. Waren eigentlich immer coole Ansprachen. Aber vielleicht geht's ja später noch mehr, weil man kann ja immer wieder erobern oder verlieren.
Vielleicht ist es ja nur gerade in der Story. Wenn man später Freeplay hat, ist vielleicht anders. Naja. So, jetzt muss man noch nachdenken. Das ist so komisch, wenn man nur steht und wartet, weil er nichts sagt. Ah, da geht es doch. Er hat Latency-Probleme. Alles gut. Deutsches Internet. Egal welcher Anbieter. Dadan. Schön alles blau. Oder eher gesagt hell. Zack, 30.000 EP. Wunderschön. Zum Oberherr. Wie war die Halbzunge? Ah, anfällig für Fernkampf. Beischild. Ah, shit, er ist nicht gut. Nee. Wie bist du? Du hast nämlich Feuer. Erschöpfung. Ah, das ist Schmutz. Angstschnürer. Panische Angst vor Schleichangriffen. Geht gar nicht, wenn du Oberherr bist. Große Stärke. Das ist gut. Große Stärke mit dem hier noch. Uiuiui. Rein da. So, jetzt noch schnell alle befördern. Findest du lustig, wie die Burg davor mehr Plätze hatte und jetzt, wo wir übernommen haben, gar keine mehr hat? Oder willst du mir sagen, die wurden kaputt gemacht? Stufe 50. Geil. So, machen wir noch kurz das Upgrade. Und dann passt das. Also, 2, 2, 2, 2, 2. Dann freikaufen. Schau, dass es nicht schneller geht mit dem Freikaufen. Jawohl. Die stehen schon drin. Jo. Dann machen wir noch natürlich die Halbzunge zum Häuptling. Dann machen wir noch den Nasu. Achso, das ist den, den ich erobert habe. Ja. Dann machen wir noch den Gnadenlosen. Einen haben wir noch. Wen nehmen wir denn? Ah, der durstige, bester Mann. Komm, nee. Der muss ein Häuptling werden. Der war so lustig. Ah, nee. Shit. Ich wollte ihn ja als mein Dings hier machen. Als mein Leibwächter hier auf der Map, weil er so lustig ist. Warte, dann Naso Ladenhüter. Und dann, ja, kurz noch Verbesserung kaufen. Wir haben ja genug Kohle jetzt wieder. So. Jawohl. Gift. Dann nehmen wir Cargo, die nerven mehr. Dann noch Fernschützbogen oder Fernbogenschützen. Geil. Erstmal wird er vertauscht. Und dann, wo bist du, Kumpel? Da. Befehligen. Zum Leibwächter machen. Der Besoffene deckt meinen Rücken. Klassiker. Nein, das wollte ich nicht. Und das war's eigentlich. Genau. Wir können ja mal kurz reinschauen. Wie das jetzt mit der Map aussieht. Also, gucken wir mal. Hier haben wir soweit natürlich wieder alles frei. Aber hier ist nichts. Gehen wir mal kurz raus hier. Einmal raus. Boah, wie geil das aussieht. Alles blau. Bis auf hier unten. Aber ich glaube, ich habe das noch nicht frei. Oder es ist als Abschluss. Wahrscheinlich Freeplay oder so eine Belohnung. Keine Ahnung, Herausforderung. So. Was ist hier? Die Stadt ist verloren und der Hexenkönig kontrolliert den Palantir. Sieh dir das noch einmal näher an. Der Turm der Zauberei. Nee, noch nicht. Erstmal gehen wir hier hin. Wir wollen nämlich erstmal erfahren, wo was ist, wo nichts ist. Also hier sieht es nach nichts aus. Okay. Zählt Ungold, abgeschlossen. Da, wo wir jetzt gerade schon sind, ist auch abgeschlossen. So, Gorgorov ist klar, wurde erzählt. Genau, hier haben wir auch beides. Alle drei sogar. Junge, schlimmer als der Tod. Okay, wir kriegen die Belohnung, also muss es das sein. Das ist der Abschluss. Okay. Wir haben also sehr vielen Abschluss. Ja, Belohnung Eisenwächter. Alles klar. Gorgorov it is. Das heißt, bei den anderen brauchen wir gar nicht gucken, weil da ist ja nichts. Weil jede Mission ist hier. Genau. Gut. Das heißt, Main Story geht weiter, aber wir haben auch alle anderen da hinten. Ich glaube, wir porten es einfach schon mal jetzt hin, weil dann brauchen wir das nicht nächste Folge zu machen. Porten wir uns. Wie kommen wir am besten voran? So und nach da? Ja, ist am besten, glaube ich, so. Genau. Einmal hier importen. Ich finde es so komisch, dass wir jetzt die Fähigkeit überhaupt schon beherrschen, die man eigentlich erst durch diese Mission erhält. Ich weiß nicht, ob das wegen den Mods ist oder so. Naja. Na komm. So, jetzt haben wir es. Gut, wieder beim Vulkan. Wieder ein bisschen wärmer, statt einfach arschkalt. Und dann würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.